Halt's Maul. Oh, wie krass. Oh, das ist so krass. Dann lauf mal bitte ein. Hi. Hallo. Ja, ich bin Younes. Mir gehört der Laden hier. Und zwar wird heute deine Aufgabe sein, zu erraten, wer in diesem Raum mal radikal war. Oha. Also Aussteiger. Mhm. Mal radikal war. Ciao. In seiner oder ihrer Vergangenheit mal radikal war. Ja. Passt ja zu mir. Also nicht, weil ich selber radikal bin, aber weil ich in, aber weil ich in dem Bereich gearbeitet habe oder immer noch arbeite. Mal gucken. Glaubst du also, bekommst du gut hin? Ein bisschen schwierig, das immer innerhalb von einem Gespräch zu identifizieren. Hast du eine Strategie? Nein, habe ich nicht. Ich brauche keine Strategie, ich zerreiße einfach. Okay, selbstbewusst geht's nach vorne, dann holen wir mal die Menschen. Okay. Hallo. Fühlt sich jeder bereit? Ja. Hi. Nö. Sieht doch ganz moderat aus. So sehen sie alle aus am Anfang, dass man sich mit denen unterhält. Reist du gerne? Ja. Und gibt es auch Orte, wo du nicht unbedingt hinreisen möchtest? Dazu möchte ich nichts sagen. Okay, hast du Tattoos? Nein. Aha. Noch habe ich keins. Noch hast du keins. Wäre vielleicht eine Überlegung bei dir. Definitiv. Mhm, definitiv. Okay, gut. Bist du in Deutschland geboren? Ja. Bist du hier dann auch aufgewachsen? Hast hier immer gelebt? Auch im Ausland gelebt. Okay, wo? Welche Fragen dann? Dazu möchte ich nichts sagen. Okay. Muss ich eigentlich auch erraten, was er ist? Ist er unterschiedliche Radikale hier oder was? Und hast du studiert? Ja. Was hast du studiert? Flugzeugbau. Okay, nicht radikal. Bist du Muslim? Ja. Ah ja. Aber das ist kein Problem für dich, ein Tattoo. Doch. Jetzt bin ich verwirrt. Also ich sehe keine radikale Seite im ersten Moment an dir. Aber das kann natürlich auch mich total täuschen. Ha, ich sag ja. Kann auch sein, dass er vielleicht mal sehr stark drin war und jetzt so Larifari. Hallo, ich bin Rebba, du darfst deinen Namen nicht sagen, ich weiß. Person 2. Ganz kurz, Franzi, kannst du dich noch mal ein bisschen auf die Franzi! Aber sag mir nichts. Sind Franzis normalerweise radikal? Ich weiß nicht. Ich glaube, radikal. Hast du dich früher mal an Bäume gebunden? Nein. Nein? An Zuggleise? Warst du schon mal auf einer Demo? Ja. Des Öfteren? Ja. Kann ich fragen, für was du da oder gegen was du demonstriert hast? Nein. Nein. Oh. Wo bist du geboren? Dresden. In Dresden. Ja, sie trägt einen Hoodie, sie hat so einen alternativen Haarschnitt. Man könnte sie in die linke Ecke schieben. Aber ob sie radikal ist, ich glaube nicht, nein. Dein Umfeld, waren das eher so Klopperleute oder? Nein. Linkes, progressives, grünes Elternhaus. Ja, alles klar. Okay. Ja, linksradikal. Hi. 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 Du hast Tattoos. Stopp. Erster Eindruck bitte, Younes. Ja. Erstmal. Krasse Schuhe hast du an. Krass, die Schuhe. Rechts auf gar keinen Fall oder so. Ich bin doch ein Schwarzer bei der AfD. Aber trägt er so eine Schuhe? Wenn ich jetzt gesagt hätte, deine Schuhe sind voll hässlich, was hättest du dann gesagt? Deine Meinung, ich finde die schön. Okay, nicht radikal. Danke dir. Warst du religiös? Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Ah ja, du bist Muslim, Alhamdulillah, okay. Kannst du mal so machen? Okay, er ist auf jeden Fall nicht rechts. Hast du schon immer Tattoos gehabt? Man wird ohne Tattoos geboren. Jetzt hat er mich. Was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. Deswegen haben immer zwei Gesichter. Radikal. Ich glaube, er war radikal. Hallo. Nein. Der ist doch friedlich. Wo bist du aufgewachsen? In Hamburg. In Hamburg. Okay, das ist ja doch auch eine relativ linke Stadt, oder? Ist eine offene Stadt, ja. Okay. Was machst du beruflich oder studierst? Ich bin Ingenieur. Ah, cool. Gefällt dir der Job? Nein. Perfekt. Kennen wir uns? Ja. Wir haben uns schon mal gesehen? Ja. Hm. Hast du mich damals gemocht? Nein. Hm. Du hast mich einfach nicht gemocht? Ja. Warum rede ich dann mit dir? Was ist mit dir?
Wie definierst du Radikalität? Wenn man schwarz oder weiß nimmt, das ist radikal. Wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? Sehr gut. Ja, schon immer gut gewesen? Immer. Hattet ihr Diskussionen über Religion mal gehabt? Ja, natürlich. Und, wie ging das so aus? Man hat sich geeinigt. Okay, cool, danke. Ich glaube, er ist nicht radikal gewesen. Auch wenn er mich nicht mag. Hallo, hi. Was für ein Sternzeichen bist du? Krebs. Krebs? Oh, cool, ich auch. Mr. Krebs, ja. Cool. Wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich denken, er ist ein Hipster. Deswegen nein. Wo bist du geboren? In Russland. In Russland, okay. 90 geboren, 92 hierher gekommen. Ah, okay. Gehst du wählen? Hm. Schon immer? Ja. Kannst du was mit Lenin und Marxismus anfangen? Ja, davon gehört. Davon gehört? Was machst du so gerne in deiner Freizeit? Ich bin leidenschaftlicher Kampfsportler. Mhm. Was für einen Kampfsport machst du? Kung Fu. Oh, kannst du was vorbringen? Was sagen dir die 68er? Die 68er sagen okay. Mir gar nichts. Danke. Ich würde sagen, nicht radikal. Gibt's was, was du total ablehnst? Gar nichts. So richtig extrem etwas ablehnen, überhaupt nicht. Also so einen richtigen Skinhead-Nazi-Klopper-Typen lehnst du auch nicht ab? Nee, ich habe weder mit denen, ich habe mit niemandem ein Problem. Gut, ich glaube, er war mal radikal. Hi, erster Eindruck. Nein. Du hast auch sehr schöne Schuhe. Mein ja. Gott, ihr habt alle so ja. Slicke Schuhe an. Sind das echte Diamanten auf den Schuhen? Nee. Ja, natürlich. Ja. Ja. Dann auf gar keinen Fall. Und hast du immer in Deutschland gelebt oder warst du im Ausland? Nein, ich war auch im Ausland. Wo warst du da? In den USA. Was hast du da gemacht? Da habe ich gewohnt. Und dann bist du wieder zurückgekommen? Genau. Weil? Wie das Leben so spielt. Die Liebe? Nein. Oder auch nicht. Okay. Ah, oh ja. Sorry, ich wollte keine Wunden haben. Nein, alles gut, alles gut. Und dann direkt radikal geworden danach. Klar. Probleme mit den Eltern gehabt? Ja. Probleme mit deinen Geschwistern gehabt? Nein. Hast du sie beschützt? Ja. Ah. Wie war so deine Umgebung? Beschreib mal deine Kindheit. Kritisch. Kritisch? Ja. Was war so problematisch? Okay. Ja. Also ich kann mir das voll, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie radikal ist, gewesen ist. Ich würde sagen, nein. Jemand, der mich hier auf die falsche Fährte führen soll. Hattest du viele aggressive Menschen um dich herum? Ja. Warst du selber aggressiv? Ja. Okay. Ja, du warst radikal. Dankeschön. Danke. Hallo. Wie alt bist du? Schon 30 jetzt. Schon 30? Ich glaube nicht, weil es wäre sehr stereotypisch, jetzt davon auszugehen. Aber es kann auch so ein Trick im Trick sein, weißt du? So, wir lassen sie. Wir lassen sie. Na, weil du ja so ein sehr alpha-männliches. Lächeln hast. Genau. Genau. Bist du in Deutschland geboren? Nicht in der Bundesrepublik, nein. In der DDR? Das ist korrekt. Ah. Warst du mal wählen? Ich war auch schon mal wählen, ja. Schon immer? Wie fandst du wählen früher? Wenn du wählen gehst, setzt du dann ein Kreuz oder einen Haken oder beides? Dieb. Eigentlich nur ein Kreuz. Nur ein Kreuz? Ist das krumm, das Kreuz? Was machst du gerne in der Freizeit? Ich treffe mich mit Freunden, kuschel mit meinen Katzen, normale Sachen halt. Mm, ja, Katzen waren niemals radikal. Wenn du Hass buchstabierst, würdest du SS sagen oder Doppel-S? Machst du Kampfsport? Ja. Ja? Was für Kampfsport? Krav Maga. Ah, okay. Ich frage das, weil wir haben in Leipzig so einige Kampfsportvereine, die ja eher in die rechte Richtung ein... Ja, ja, ich habe schon mal Probetraining in Leipzig gemacht. Ah, wo denn? Irgendwo da so bei so einem Laser-Tag-Ding. Das war ein bisschen komisch. Das waren halt nur Kartoffeln. Hast du sogar Kartoffeln gesehen? Sorry, ich wusste nicht, dass das anstößig ist. Nein, das ist für mich überhaupt nicht anstößig. Aber würdest du dich auch selber als deutschen weißen Mann bezeichnen? Notgedrungen, ja. Oh, schwierig. Also bei dir finde ich es ganz schwierig. Nein, du warst nicht radikal. Ich glaube, er war radikal. Einfach ein Gefühl. Hey, Menschen bewerten es so echt mein least favorite thing in the world einfach. So, Mirella, wir lösen jetzt auf. Ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Die hintere Reihe bitte einmal Hand hoch, wer radikal war. Wow, war ich falsch. Scheiße. Erwischt. Wow. Also ich habe dich und dich richtig gehabt, ne? Also drei.
Gute Quote, würde ich sagen. Ich habe nur eine Person richtig getippt. Krass. Krass, ich war gar nicht mal so schlecht. Wie viele Treffer hatte ich denn? Zwei, ne? Zwei von vier. Okay, 50-50. Das ist kein Können, das ist Raten. Du warst tatsächlich gut. Danke. Du hast besser geraten als ich. Ich bei ihr auch komplett falsch lag. Ich war so, nee, mit ihr brauche ich gar nicht reden. Was darf ich fragen? Ja, das kommt noch. Du hast jetzt nämlich gleich Zeit. Ja, das war echt, oh Mann. Und ich dachte, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Hi. Hallo. Du bist? Franziska Schreiber. Okay, krass. Erzähl mal. Ich war rechtsradikal, ich war in der AfD. Halt's Maul. Oh, wie krass. Oh, das ist so krass. Das hätte ich jetzt echt nicht. Nee, bei dir hatte ich wirklich das Gefühl, auf gar keinen Fall. Da lag ich richtig, richtig falsch. Wo warst du denn? Was für eine Szene warst du denn? Ich war in der AfD. Du warst in der AfD? Also danke erstmal, dass du es nicht mehr bist. Ja, das triggert mich natürlich übelst, so als Araber in Deutschland. Also ich habe schon ethnopluralistische Ansichten gehabt. Das heißt, ich habe gedacht, bestimmte Kulturkreise sind mit unserem unvereinbar. Also da, meine Ansichten waren schon rechtsradikal, aber ich war vom Gemüt her immer jemand, der sich dagegen Argumente auch angehört hat. Also ich war jetzt nie verbissen oder hasserfüllt. Ich war von anderen Parteien aus ganz anderen Gründen enttäuscht. Ich war eher bürgerlich, also CDU, FDP-mäßig drauf und war von den Parteien einfach enttäuscht. Bin dann in die AfD rein, einfach weil ich gedacht habe, ja, man muss die Demokratie ein bisschen erneuern. Und wenn dann innerhalb der AfD eigentlich, habe ich mich erst radikalisiert sozusagen. Innerhalb der AfD radikalisiert? Genau. Also ich bin schon 2013 ganz am Anfang eingetreten. Damals ging es noch so ein bisschen mehr um andere Themen. Da ging es um Bürgerbeteiligung und ich bin da einfach mit reingerutscht. Mhm. Die Leute, die ich in Leipzig kennengelernt habe, tatsächlich auch waren relativ nett. Ich habe da nichts Ausländerfeindliches oder Homophobes gespürt am Anfang. Dann hat sich das Klima halt Stück für Stück verändert. Ich habe mich ein Stück weit mit verändert, habe dann aber gemerkt, was da für Leute eben auch eintreten. Mhm. Habe dann gemerkt, die sind extrem gefährlich. Ich habe dann 2 Jahre versucht, irgendwie gegen die zu kämpfen in der AfD, bis ich dann irgendwann eingesehen habe, das hat keinen Sinn. Ja, und so der Schwarze bei der AfD? Das war natürlich für uns, ist das der Sechser im Lotto gewesen. Von daher ist er natürlich besonders gut von uns behandelt worden, weil wir natürlich gesagt haben, krass, ja, wir brauchen dich als Aushängeschild. Was war so ein Punkt, wo du gemerkt hast, fuck, jetzt geht's zu weit? Und zwar hat damals Björn Höcke über den gebärfreudigen Ausbreitungstyp der Afrikaner gesprochen. Dort habe ich dann intern Kritik geäußert und daraufhin ist mir so eine Welle von Hass entgegengeschlagen, dass ich echt Panik gekriegt habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn wir hier intern keine Kritik mehr anbringen können, was machen wir dann mit den Leuten draußen? Also wenn ihr schon gegenüber mir so aggressiv seid, was empfindet ihr gegenüber den anderen Leuten draußen? Hi. Hi. Adam. Adam. Was geht ab, Adam? Nix bei dir. Nix? Okay, also du warst mal radikal. Ja, ich war die rechte Hand vom Al-Qaida-Chef in Deutschland. Richtig oldschool noch. Vom Al-Qaida-Chef? Wirklich? Ja. Du sagst so, ja, klar, no big deal. Wo habt ihr die ganzen Leute her, Alter? Wann war deine hochradikale Phase? Ich bin mit 17, habe ich mich radikalisiert, habe den Absprung vom Fußballprofi nicht geschafft und bin dann zu Al-Qaida gelangt. Mit 17 zu Al-Qaida gelangt? Hier in Deutschland? Ja. Du bist nie ausgereist? Die Sicherheitsbehörden sagen ja, ich sage nein. Okay. Hast du immer noch Probleme mit dem Staat? Ich bin als Gefährder eingestuft. Du bist noch als Gefährder eingestuft? Man verliert ja sowas nicht innerhalb von einem Jahr, sondern innerhalb der nächsten 5 Jahre. Mhm. Wenn man an die Öffentlichkeit tritt, habe ich gemacht. Oh, wie bist du denn reingekommen in die Al-Qaida-Geschichte? Durch den Bodyguard von Pierre Vogel. Durch ein was? Vor dem Bodyguard von Pierre Vogel. Ein Bodyguard von Pierre Vogel? Ja. Okay, ist nicht mehr Pierre Vogel, sondern... Es gibt einen Bodyguard, genau. Okay. Ich saß insgesamt 5 Jahre in Haft, 2 Jahre in Isolationshaft. 2 Jahre Isolationshaft? 9 Monate am Stück. 2 Jahre Isolationshaft? Ja. Also 23 Stunden unter Verschluss oder 24 Stunden? 23 Stunden. Eine Stunde mit Handschuhen raus. Ja. Zum Gericht mit SEK. Was macht das mit einem, wenn man 2 Jahre unter Verschluss ist? Hat mir geholfen, noch radikaler zu werden. Im Gefängnis? Ja. Mhm. Mir waren die Menschen, ob nicht muslimisch oder muslimisch, vollkommen egal. Ich hatte einen Hass gegen die Sicherheitsbehörden, gegen den deutschen Staat. Wann bist du denn raus? 2017. Bist du aus der Szene raus? Genau. Warum? Wegen einer Frau. Die hat dir geholfen? Ja.
total falsch. Hallo. Stella. Stella? Ja. Eine gute Freundin von mir ist auch Stella. Ach, wie schön. Deswegen, allein deswegen kann ich dich schon nicht als radikal, ja. Ex-radikal erstufen. Wow, du warst radikal. Ja, aber weder religiös noch politisch. Okay, sondern? Ja. Ich war in der Punkszene. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Dass ich immer sehr radikal war, aus einem sehr radikalen Elternhaus komme. Mein Vater ist linksextremer Punk gewesen, mit Kontakten zur RAF. Punk? Ich habe mit Punks, oh Gott, warum sind Punks radikal? Punks sind sehr radikal sich selbst gegenüber. Was bedeutet? Rücksichtslos, verantwortungslos. Mit sich selbst? Ja, und auch immer sehr gewaltbereit war, viel Drogen konsumiert habe, wahnsinnig viel getrunken habe. Und ja. Okay. Ich habe Borderline und aus Erfahrung kann ich sagen, dass jeder, der Borderline hat, auch extrem ist. Aber das spielt sich auf einer eher emotionalen Ebene ab. Ja. Das, okay, verstehe. Du kommst da aus diesem Kreislauf da nicht raus. Aber wie hast du es denn dann rausgeschafft? Mein Mann, mein Ex-Mann. Ja. Ich habe den kennengelernt und ich bin auch nach 3 Monaten Beziehung schon schwanger geworden. Und deswegen, ja. Aber was hat er dir gegeben? Zu Hause. Mhm. Ja, zu Hause hat er mir gegeben, ja. Hi. Moin, Christian, hallo. Christian? Ja. Christian, okay, ich bin jetzt immer noch am Überlegen, ob du jetzt links oder rechts warst. Okay, ich gehe jetzt einfach nach Statistik, ne? Wir hatten schon rechts, wir hatten schon Al-Qaida. Wir hatten schon ein Inneres. Jetzt würde ich sagen, linksradikal. Nee. Nee? Also ich wäre jetzt einfach die etwas krassere Variante von Anzi. Ja. Okay, das wäre eigentlich mein Bauchgefühl gewesen, aber die Stadt ist... Okay, krass. Verlass dich doch drauf. Voilà, okay. Ich war meine Jugendzeit Neonazi. Aha. Okay, wie alt warst du da? Also in welchem Zeitraum war das? So 16 bis 21 ungefähr. Mhm. Also du bist jetzt 30, ne? Hast du gesagt. Ja, so kann es gehen, ja. Die autonomen Nationalisten hieß es damals, was heute Identitären wären. Oh, okay. Die haben halt versucht, sich so linke Lifestyles anzueignen, nicht mehr als so offene Nazis rumzurennen. Mhm. Die haben dann halt schon Hoodies oder Windbreaker anstatt Bomberjacken angehabt und irgendwelche Nikes oder so. Ja. Oder New Balance Schuhe anstatt den Springerstiefeln. Haben schon versucht, sich sprachlich ein bisschen zu verändern. Also diese Label-Kosmetik, die wir dann heute halt bei den Ethnopluralisten und bei der AfD oder der CDU-CSU viel haben, ne? Die halt von Ethnie, Kultur sprechen, solche Faxen haben wir damals auch schon gemacht. Warum hast du dich aktiv dafür entschieden? Viele verschiedene Gründe. Faszinationspunkt, was? Also, wie über Nazis gesprochen wurde. Die wollten halt, das ist ganz schlimm gewesen früher. Angeblich, Nazis sind ja Monster. Ich fand Monster immer spannend. Außerdem wird eben, außerdem Monster, vor denen hat man Angst. Das heißt, wenn ich als Monster bin, dann fürchten sich Leute vor mir, habe ich meine Ruhe. Ich habe mich früher sehr stark als Deutscher gesehen und im Kartoffelauflauf mich wohlgefühlt. Wann war das? Ich bin vor über 8 Jahren ausgestiegen. Was hat dich rausbewegt? Auch aus verschiedenen Gründen. Einerseits Enttäuschung, dass das nicht klappt mit der Revolution, was wir uns erhofft haben. Ach scheiße, komm ich lieber auf. Dann Veränderung der Lebensverhältnisse, dass ich dann mal irgendwann eine Wohnung für mich hatte. Okay. Das ist nicht unwichtig. Auseinandersetzung mit Leuten. Wir haben damals so Querfrontstrategien gefahren. Das heißt, man hat einfach versucht, sich mit Linken zusammenzutun, um gemeinsam das System anzugreifen. Mhm. Und darüber hat man Kontakt gehabt zu Antifa-Leuten oder so. Ach, dann hat man halt versucht, die natürlich Infos von denen zu ziehen oder sich rhetorisch an denen zu schulen. Aber sind zum Teil Freundschaften plus entstanden, obwohl ich gleich diesem romantischen, naiven von wegen Liebe und so, würde ich echt hart widersprechen. Ja. Man muss einfach die Leute, die müssen eine Motivation haben, aus der Szene rauszugehen, weil die sozusagen mehr Nachteile für sie bringt als Vorteile. Das kann halt dann Liebe sein, von mir aus. In den meisten Fällen ist es aber irgendwas anderes. Aber die deradikalisierenden Wirkungen, also die dich dann nochmal da rausziehen können Menschen sein? Auf jeden Fall. Können Umstände sein? Also können wir, oder Perspektiven in dem Sinne, dass man, ich weiß nicht, was jetzt bei dir letztlich das Ausschlaggebende war. Gab es zum Beispiel eine Person bei dir? Mehrere. Und damals gab es ja die Umsteigemöglichkeit, AfD, Identitäre, für Nazis, die nicht mehr den typischen Nazi-Shit machen wollen, sondern neuen, gab es einfach noch nicht. Und von daher gehöre ich noch zur Generation, die dann den Ausstieg gewählt hat. Und jetzt? Wie würdest du dich jetzt verordnen? Auf jeden Fall habe ich die Überzeugung, dass heutzutage die größte Ideologie diejenige ist, dass man sagt, man hätte keine. Von daher würde ich sagen, wir haben schon alle eine Ideologie, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich war lange an der Uni, deshalb spreche ich so komisch. Das hat mir auch geholfen, ein bisschen besser zu verstehen. Wärst du denn bereit gewesen, Gewalt anzuwenden? Na klar. Also
aber nicht gegen, also nicht dieses Marodierende, sondern halt gezielt gegen Institutionen. Das haben wir auch durchaus geplant, auch mit Leuten zusammengearbeitet, die sowas gemacht haben. Ich war auch mit Ralf Wohlleben zum Beispiel befreundet vom NSU. Aber ich plane jetzt nicht den nächsten Staatsumsturz, zumindest nicht an diesem Wochenende. Ja, dann ist doch gut, dann ist das Video auch fertig und danach kannst du machen, was du willst. War, ist das okay? Christian. Christian war das. Ja, ja, schön. Vielen Dank. Danke dir. Jonas, wie fühlst du dich jetzt? Eigentlich ganz gut. Im Prinzip ist es mir nicht ganz neu. Mit Christian nochmal zu reden, fand ich ganz gut, weil es mir nochmal gezeigt hat, ich muss noch mehr zuhören. Gerade wenn es um ein anderes Spektrum von Radikalisierung geht oder Radikalität, gibt es nochmal auch andere Perspektiven. Ja, mit den Frauen lag ich komplett daneben. Das war einfach so das Klischee, was er aus mir gesprochen hat. Mich mit jemandem unterhalten zu können auf so eine angenehme Art und Weise, die schon mal in der AfD eben war, das war für mich auf jeden Fall krass. Das ist eigentlich einem immer bewusst, aber das ist mir heute noch mal bewusster geworden, dass ich das innerhalb von einer Minute oder so nicht herausfinden kann. Einfach weil Menschen auch viel zu vielseitig sind und viel zu viele unterschiedliche Charakterzüge haben und lange Geschichten haben und so jeder seine eigene Geschichte so mit sich trägt. Es ist schon crazy. Es ist auch krass, dass wir hier gerade einen Raum voller verschiedener Radikalos hatten, die sich früher wahrscheinlich hier an die Haare gegangen wären.